Moin bei kugelbahn.de, herzlich willkommen zu diesem Video und ich möchte mal wieder was Neues vorstellen. So ganz neu ist das Produkt an und für sich eigentlich nicht, weil von Fischer Technik habe ich ja schon die Dynamic Sets vorgestellt. Ich verlinke mal die Playlist hier oben in der Ecke, da könnt ihr euch die anderen Sets noch mit ansehen. Die Videos sind ein bisschen älter. Dieses Set ist irgendwann letztes Jahr, glaube ich, erschienen, so kurz vor Weihnachten. Und eine Kugelrennbahn lässt sich hieraus bauen. Und was da alles so drin ist, wie sich das aufbauen lässt und was am Ende dabei herauskommt und ob das auch mit den Kugelrennen gut funktioniert, das seht ihr nach dem Intro. So, hier ist der Karton und was sehen wir hier drauf? Hier ist das Top 10 Spielzeug 2022. Da ist es zumindest nominiert worden für. Es hat den Deutschen Spielzeugpreis 2022 erhalten und von Deutschlandtest, kenne ich gar nicht, ich hätte jetzt gedacht, dass Gen Stiftung Warentest drauf ist, von Focus Money scheinbar. Preisträger nachhaltiges Engagement oder Engagement, keine Ahnung. 1 bis 4 Spieler, das heißt 1 bis 4 Kugeln rollen da wahrscheinlich gleichzeitig durch. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Hier kann man mit starten. Ab 8 Jahren, 3 Modelle können aufgebaut werden. 702 Teile sind enthalten und das Ganze ist Made in Germany. Und auf der Rückseite sieht man nichts weiter. Einen beschreibenden Text hätte ich jetzt erwartet mit irgendwelchen werbereißerischen Texten dabei, aber ist nicht der Fall. Hier werden nur einfach die 3 Modelle vorgestellt, die mit dieser Bahn hier aufgebaut werden können, beziehungsweise mit diesem Set. Und ich werde dann natürlich die Titelbahn aufbauen und dann mal schauen, wie sich das hier mit den Kugelrennen so äußert. Liegt schon richtig rum, der Karton. Ich mache jetzt hier einfach mal auf. Und ich denke, dass es wieder zum Rausziehen ist, so wie das früher war, jawohl. Und jetzt ziehe ich hier einfach mal. Das ist sehr eng und geht deswegen ein bisschen schwer raus. Das heißt, das Ding ist ziemlich vollgepackt. Und okay, ich habe es auf der falschen Seite rausgezogen. Ich muss jetzt leider hier den Karton so wegmachen und dann liegt mir schon mal alles kreuz und quer im Weg hier rum. Und was mir als erstes jetzt auffällt, ist, dass die Teile, die bei den normalen Fischertechnik-Kugelbahnen grün waren, jetzt auf jeden Fall blau sind und auch breiter. Ich meine, diese 180-Grad-Kurven in einer etwas engeren Variante in Erinnerung zu haben. Davon sind hier auf jeden Fall 3, 5, 6 Stück bei. Was natürlich nicht fehlen darf bei einer Kugelbahn, ist ein Trichter, ganz klare Sache. Den braucht man. Hier ist eine Bedienungsanleitung bzw. die Aufbauanleitung mit bei. Die ist ganz schön dick und wie man sieht, hier alle Bauschritte sind erklärt. Ich habe leider immer das Problem, mich da zu verheddern und irgendwo einen Bauschritt zu übersehen. Aber vielleicht klappt das ja bei dieser Anleitung ein bisschen besser. Werden wir auch sehen. Und hier sind dann Grundplatten dabei, wo man drauf bauen kann. Insgesamt 3 ziemlich große. Da hat man also ordentlich Fläche mit. Das gefällt mir doch ganz gut. Dann gibt es hier noch Aufkleber, die auf die Sachen dann draufgeklebt werden. Typische Renngrafiken in Aufkleberform. Alles klar, hier gibt es noch einen Fanclub und einen kleinen Beileger. Hier ist eine flexible Röhre bei, die natürlich auch wahrscheinlich sehr gut zum Einsatz kommen wird. Und hier sind Schienenteile mit bei, die schmalen sind wie die grünen, bereits bekannten von den Fischertechnik-Kugelbahnen. Und dann gibt es hier noch breitere Schienen, wo die Kugeln natürlich auch nebeneinander herrollen können. Das sind auch so einige. Dann packe ich das mal an die Seite und in den restlichen Tütchen hier sind jetzt natürlich die ganzen einzelnen Bauteile enthalten, wie diese roten Steckverbinder zum Beispiel. Hier so Säulen, wo man zum Beispiel diese roten Steckverbinder dann auch reinstecken kann, um dort weitere Säulen wieder dran zu machen und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen das Prinzip wie Lego, allerdings total anders, aber eben auch ein sehr flexibles System, wo man sehr viel mit bauen kann. So, gucken wir mal hier weiter. Das sind alles nur die einzelnen Tütchen und dieses LED-Set, das sehe ich jetzt hier nicht bei. Möglicherweise versteckt sich es aber irgendwo drin, glaube aber nicht, dass die Beleuchtung hier mit dabei ist. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir fangen einfach an mit dem Aufbau und das dauert generell immer eine Weile. Darum filme ich so zwischendrin einfach mal ein bisschen mit
und am Ende gucken wir uns das fertige Produkt an. Beim Aufbau muss die Anleitung schon sehr genau gelesen werden. Manche Bauschritte sind logisch und selbsterklärend, manchmal wäre aber auch zusätzlich der Blick aus einer anderen Perspektive hilfreich. Fischertechnik-Neueinsteiger sollten hier beim Aufbau also schon etwas Geduld mitbringen. Ist dann auch irgendwann klar, in welchem Tütchen welches Teil liegt, geht auch die Sucherei nach eben jenen deutlich schneller. Alle Teile passen super zusammen, hier geht nichts zu schwer ineinander oder sitzt hinterher zu locker, also perfekte Teilequalität. Am Kleidungswechsel gut zu erkennen, der Aufbau ist nicht mal eben in 20 Minuten erledigt, so zwischen 2 und 3 Stunden sollten schon eingeplant werden, um die 702 Teile unterzubringen. Ein paar bleiben übrig, aber diese werden mit Sicherheit dann für die beiden anderen Modelle benötigt. Oben in der Bahn sind Startplätze für 8 Kugeln vorgesehen. Diese sind natürlich auch mit dabei, aber nicht mehr, wie sonst bei den Fischertechnik-Kugelbahnen, aus Stahl, sondern aus Kunststoff. Was daran liegen könnte, dass Stahlkugeln gerne mal wegen zu viel Schwung aus der Bahn fallen, wie noch zu sehen sein wird. Nachdem sich die Kugeln im Trichter sortiert haben, geht es die Bahn hinab bis zur ersten Verzweigung. Ein Weg führt durch die flexible Röhre, ein anderer auf einer normalen Bahn weiter. Hier ist ein wichtiger Überholpunkt der Bahn. Beide Wege treffen sich an einer Stelle wieder, an der die Kugeln je abgebremst und auf die daneben liegende Schiene weitergeleitet werden. Hier geht es weiter zu einer weiteren Verzweigung, die ebenfalls kurz danach aber wieder zusammenführt und dann auf breiten Schienen bis ins Ziel läuft. Gegen Ende der Bahn sind Hindernisse eingebaut, hier bleiben die Kugeln gerne liegen, was vermutlich genauso gewollt ist. Ich hätte diese Blöcke andersherum eingebaut, aber das kann ich ja immer noch machen. Nicht ganz verständlich ist, warum hier Kugeln aus Kunststoff zum Einsatz kommen. Mit Stahlkugeln funktioniert es ebenfalls, auch wenn die gerne mal aus der Bahn fallen. Aber das ist ja eher ein Optimierungsproblem, vermutlich liegt es einfach an den Farben, aber auch hier sind es bei 8 Kugeln nur 4 verschiedene Farben. Wenn 8 Kugeln starten, wird es sehr unübersichtlich, alles geht sehr schnell und man weiß erstmal gar nicht, wo man eigentlich genau hinschauen soll. Die besten Überholmanöver werden so natürlich gerne übersehen. Die hier aufgebaute Version der Bahn ist 65 cm hoch, 60 cm lang und ca. 50 cm breit und alles lässt sich natürlich mit weiterem Fischertechnik erweitern. Insgesamt gefällt mir die Marble Competition sehr gut, da es auch einfach mal was anderes ist. Im Vergleich zu den Pappbrennkugelbahnen, die ich zwischendrin immer mal wieder vorgestellt habe, ein echtes Highlight. Lässt sich vernünftig umbauen, erweitern und vor allen Dingen wiederverwenden. Ich schaue jetzt erstmal, wie ich eine Bahn für die Marble Racing League konstruiere und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert natürlich das Bimmelbommelglöckchen, damit ihr dieses Video nicht verpasst und tschüss!